Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, nicht viel, aber ein bisschen. Und zwar habe ich ja die Nexomon schon so gut wie bis zur Level 62 gebracht, um besser vorbereitet zu sein. So, laut Aufgabe müssen wir jetzt hier zu diesen Drachenstatuen kommen. Aber ich komme von hier aus irgendwie nicht hin. Auch woanders komme ich irgendwie nicht hin. Da habe ich eine Idee, wie man hinkommen könnte. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber, Moment mal. Da war noch ein Weg, wo ich noch nie lang gegangen bin. Mit den Jungen hier. Mal dahin gehen. Oh. Da war ich noch nicht. Ha. Da haben wir ihn ja. Seid ihr alle bereit? Ja. Was ist das für ein Ding hinter dir? Das, mein Freund, ist der Köder, den wir brauchen, um diesen dreckigen Dieb zu fangen. Es ist eine Box voller Nexomites. Oh. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich werde die Box hier liegen lassen. Wenn der Dieb kommt, werden wir ihn fangen. Kommt schon, wir müssen uns verstecken. Okay, wo verstecken sie sich alle? Oh, ja klar, hinter dem Brunnen. Fällt auch nicht auf. Ich bin mir dabei nicht sicher. Niemand kann dumm genug sein, um darauf reinzufallen. Also der Dieb schon. Naja, abwarten. Oha, der Dieb schon. Oh mein Gott. Das muss mein Glückstag sein. Ich schwöre, das Stirn wird jeden Tag einfacher. Oh gut, ich nehme das besser mit zu meinen super geheimen Verstecken Kanalisation. Oh. Ja. Schön zu wissen. Du willst mich doch verarschen. Ja. Dieser Typ, schon wieder. Ja. Die Kanalisation. Huh, der Kerl ist vielleicht intelligenter, als es scheint. Muss Alice Idee gewesen sein. Sollen wir dann gehen? Ich habe meinen Teil erfüllt. Nun müsst ihr dem dreckigen Dieb zur Rechenschaft ziehen. Und bitte, holt meine Nexomite zurück. Ja, gerne. Dann ab Rinder. Ich werde dafür nicht genug bezahlt. Ja, das stimmt. Mach vorsichtig weiter. Ich kann ein paar aggressive Nexomon in dieser Gegend wahrnehmen. Und ich kann verschiedene aggressive Krankheiten wahrnehmen. Oha, ja. Ich hoffe, dein Nexomon-Trupp ist bereit zu kämpfen. Oha. Also ich sehe hier momentan gar nichts. Ja. Außer dieser komische Kick-Lick-Staubsauger-Maus. Okay, mal gucken, ob ich den kriege. Ah, nein. Der hat ihn zersmashed. Total zersmashed. Mit seinen Bisse. Okay. Ach, da. Oha. Gegengift. Ja, brauche ich jetzt unbedingt. Sag mal, wie viel Müll kann man hier haben? Münzen lässt der Dieb auch liegen. Und Müll. Und Nexomon. Ah, den habe ich schon. Tschüss. Das ist gut. Ah, da kommt er ja schon wieder. Dann wechsle ich mal kurz. Zum Schwächeren.
Ja, genau. Aber kurz einmal hier. Nicht töten! Mann, ich wollte ihn haben! Ah, dieser Dussel. Und ob ich dazu nochmal komme? Nexo Trap. Ich komme da nicht rein. So, mal kurz hin und her wackeln. Oh, den möchte ich auch haben. Den habe ich auch noch nicht. Teamwechsel. Ach, der macht den noch schon wieder platt, oder? So wenig Schaden. Also, brauchen ein bisschen mehr. Nicht zu viel. Ah. Okay, ich laufe mal ein bisschen hin und her, bevor ich da oben durchgehe. Weil ich möchte schon die zwei Nexomons haben. Oder drei. Oha. Nein, nicht töten. Ah. Das ist gemein. Jetzt vier. Och nö. Der tötet den garantiert. Pflanze gegen Pflanze kommt bestimmt gut an. Wird da wohl nicht allzu viel Schaden machen. Warte mal. Ach, ich schmeiß einfach diese Nexo-Trap drauf. 1, 2, 3 oder öfters wird das schon irgendwann klappen. Beim ersten Mal nicht klappt, ist klar. Halt mal deinen Kopf hin, genau. Nexo-Trap. Ich habe keine Lust, die jedes Mal zu töten. Ich weiß, man kann normalerweise wechseln, aber nö. Keine Lust dazu. Los. Komm rein mit dir. Trau mir ja nicht anzugreifen. Hat so ja geklappt. Siehst du? War jetzt noch die anderen drei. Box. Ja, ich weiß, wird ein bisschen langweilig. Ist mir auch egal. Ich will diese Nexomons haben. Ob du willst oder nicht, ich möchte sie haben. Noch ein neuer. Och Mann, ey. Erst gar nicht angreifen. Sofort loslegen. Flair bei der Glück. Ja, oha. Das hat sofort funktioniert. Gut, was ist das? Ein Grummuck. Ja. Nehmen wir mit. So, die anderen noch. Noch ein neuer. Let's go. Her mit ihm. Läuft. Neue Nexomon sammeln. Auch nicht schlecht. Schön ausweichen. So ist gut. Gut, jetzt haben wir Digger. Zumindest wisst ihr schon mal meinen Spitznamen. Arschspiel. Ach, den kennen wir schon. Der kann weg. So, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber ich möchte auch die Nexomons haben. Ah, genau, so wie den da. Zack. Nexotrap. Ah, komm schon. Ah, bist du gemein.
Ist ein ungewöhnlicher Nexoman. Okay. Ja, ja. Ist mir egal, wie lange das dauert. Ich schmeiß so viele Nexomons, wie ich will. Nexo-Traps. Durchbohre meinen Freund nicht. Und rein nah. Echt jetzt? Das ist aber hartnäckig. Traum mir ja keinen Schaden zu machen. Ich wechsel den mal kurz. Ja. Ja, 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 ja. Los, komm. So, drinne haben wir endlich. Das ist gut. Können wir schon. Zack. Weg. Ich muss doch mal Kaffee machen. Aber erst nach der Aufnahme. Wir sind doch noch nicht fertig, ne? Also, da müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Also ich zumindest. Ach, der schon wieder. Kennen wir schon. Ich will die anderen zwei nochmal haben. Oh, der kann dauern. Ob ich das schaffe. Oh, echt jetzt. Mal ein bisschen Ether benutzen. Das ist halt ein Problem. Ether. Ether. Ah, ist auch der falsche. Entschuldigung. Echt jetzt? Schwierig. Aber wo bleiben denn die zwei Nexomons? So schwer kann es ja nicht sein. Hat aber beim ersten Mal auch geklappt. Ah, ich level hier schon die erste Zeit. Ah, wieder der. Thank you.
Schwer alle. Okay, ist was? Lass mal. Hab die Nase voll. Hab keinen Bock mehr. Klaut dir nur Zeit. Hier, Top Ether nehmen. Nicht Trank. Ether. Ether. Hä? Achso, hä? Wie geht das? Okay. Ich hab nichts gesagt. Top Wiederbeleber. Passt. So. Dann gehen wir mal weiter. Oha. Ja, und da kommt das Vieh, was ich haben wollte. Genau. Staubsauger, Maus. Rein hier. Komm schon. Ach, sei doch nicht so. Du kannst bei mir den Fußboden saugen. Wollte selber nicht machen. Komm schon. Habt ihr nie so. Ich bin auch lieb zu dir. Meine Katzen auch. Sind auch ganz lieb zu dir. Ach, Mäuschen. Bei Katzen hört der Spaß auf, wa? Komm schon, Staubsaugerkatze. Oh. Man sagt Staubsaugerkatze und dann ganz lieb. Okay, ab in die Box. Kick, Lick. Gut. Geschenke. Gut, da oben ist nichts. Hier unten. Ist ein reinster Labyrinth hier. Oha. Oha. Huch. Jetzt geht das Labyrinth los. Oh, den habe ich auch noch nicht. Ja, ja. Rein da. Du Frosch, komm jetzt her hier. Na los. Frosch drin. Yay. Gut, Froschi. Ab in die Box. In die Box, 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 Box. Das habe ich jetzt zufälligerweise gefunden. Oha. Hey, was ist mit diesem ganzen Equipment? Das ist seltsam. Ellie braucht nicht so viel Zeug, um die Villa zu knacken. Was macht sie? Klingt für mich, als würdest du deinen Freund nicht so gut kennen. So oder so, wir werden es früh genug herausfinden. Oha. Okay. Aber dafür klauen wir jetzt hier Supertrank. Sag mal, kann man das lesen? Nee. Schade. Ich will es so gerne lesen. Was ist das hier? Keine Ahnung. Elixier gefunden. Yeah. Zeit ist auch bald um. Computer, Computer. Hit me, hit me. Was ist das? Lageplan von Aufseher Spencers Anwesen. Oh. Ja, okay. What the?
Ach nee. Da bist du! Nach langer Weile die Ehrengäste. Sieht so aus, als wärst du kein Schwächling mehr, Kind. Ja, das stimmt. Willkommen, gemeine Krieger der Gerechtigkeit. Mein Versteck, dein Versteck. Mach's dir bequem. Was? Wir kommen in der Allianz. Wir arbeiten alle zusammen, um den Exolot zu besiegen. Ist das ein Witz? Sehen wir für dich wie ein Witz aus? Ich bin zu alt für sowas. Ich bin hier raus. So, ciao. Oh, aber bitte, lass den Aufseher frei, Kent. Ich denke nicht, dass er eine Bedrohung für dich ist. Ich bin froh, dass du den Weg hierher gefunden hast. Als ich die Nachricht des Nexolot entschlüsselt hatte, wusste ich, dass ich mich sofort verstecken muss. Ich habe das kleine Mädchen mein supergeheimes Versteck benutzen lassen. Siehst du? Ich habe alles in allem ein Herz aus Geiz. Willi hat mir geholfen, so viele Verbündete zu kontaktieren und zu rekrutieren, wie wir konnten. Und mit dir ist unser Plan vollständig. Welcher Plan? Der ultimative Showdown gegen den Nexolot natürlich. Aufseher Khan hat dir vom Plan des Nexolot erzählt, den bösen Omnicron wiederzubeleben, richtig? Ja, richtig. Wenn er es jemals schafft, dann wird er die Welt in Staub und Asche zertrümmern. Oha, das müssen wir verhindern, unbedingt. Aber wir haben die Oberhand hier, ja. Ich kann die Oberhand nicht sehen. Tatsächlich habe ich keine guten Nachrichten gehört, seit wir von zu Hause aufgebrochen sind. Der Nexolot kann Omicron nicht ohne Elis Hilfe wiederbeleben. Das Wiederbelebungsgerät ist noch nicht fertig. Er hat 4 der 7 Generäle wiederbelebt, aber Omicron ist eine komplett andere Herausforderung. Und dieses Mädchen steht unter unserem Schutz. Ha! Also. Ich habe die Villa des Aufsehers gehackt, sodass er nicht raus kann. Auf diese Weise können wir sein Schiff nehmen und zur Wüste segeln. Er wird versuchen, Grunda in der Wüste wiederzubeleben. Wir müssen den Nexolot dort besiegen, um die Wiederauferstehung des Omicron zu verhindern. Gute Nachrichten. Einfach spitze noch. Gut, schau doch mal. Die Ratten sind in der Kanalisation, wie erwartet. Oh oh. Guten Tag euch allen, ihr Bauer. Mein Name ist Spencer, Aufseher Spencer. Oh oh. Fühl dich frei, niederzuknien. Du kleiner Rotzbengel! Ellie, wie ist er aus der Villa gekommen? Ich verstehe es nicht. Das Sicherheitssystem reagiert nicht. Du hast wirklich gedacht, du könntest das Gesicht des Königstums einsperren? Siehst du, jemand wie ich hat ebenfalls kraftvolle Verbündete. Stimmt's, Zeta? Zeta? Wer ist Zeta? Oha. Hallo, Freunde.
Luxa des Blitzes. Ihr spukt's. Luxa, es ist Jahrtausende her, seit ich diesen Namen das letzte Mal gehört habe. Lass Ellie gehen, du Freak. Egal wie stark du denkst, dass du bist, du kannst uns nicht alle fünf besiegen. Fünf? Ich kann auch gut fünf schlagen. Schau her. Okay. Verschwinde. Ich bin Zeta, der Champion des Blitzes. Oh, ja. Okay. Ich bewege mich in Lichtgeschwindigkeit. keine Sorge. Ich kann mit jedem einzelnen von euch Menschen spielen. Vereint euch. Heute habt ihr die Ehre, gegen den coolsten von allen Champions zu kämpfen. Leg los! Ha! Okay. Niemand hat mir gesagt, dass wir mit Freaks wie denen kämpfen. Er wird mit uns allen fünf zur selben Zeit kämpfen? Das macht dich nur fünfmal so schwach, denke ich. Oha. Fünfmal so schwach. Und selbst dann bin ich euch noch Lichtjahre voraus. Ich werde alle auslöschen, die sich dem Vater Omikron widersetzen. Eine nach dem anderen. Gebt alle euer Bestes. Oha. Okay. Das wird interessant. Okay, ich hoffe, ich bin nicht allzu schwach. Er ist schwächer. Sei doch. Er ist schwächer. Oh, er blitzt mich ein. Dann schlage ich zurück. Ah. Ja, okay. Ist okay. Ich hab noch den. Ja. Süß. Er ist leicht besiegt. Oha. Kätzchen. Oh, Voltors Fähre. Fähre. Das ist mega selten. Was ist das? Ich habe dich überwältigt, genau wie Ulsa es vor Jahrtausende getan hat. Wag es sich nicht, diesen Namen noch einmal zu sagen. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für so etwas. Du Mädchen, kommst jetzt mit mir. Nein! Das kann nicht sein, dieser Feigling. Zeta? Der ist sich zurückgelassen. Zeta? Du Idiot, hast vergessen, mich mitzunehmen. Jetzt siebt Schläge. Warum hat der Nexolot nur ein rückloses Kind wie dich als Aufseher ernannt? Hab Gnade, wir haben keine Wahl. Wir müssen die Sache des Nexolos unterstützen, egal was ist.
Er hat uns gezwungen, die Entwicklung seiner bösen Maschine zu bezahlen. Der kleine Spencer wurde als Aufseher ernannt, um noch mehr Geld in die Stadt einzusammeln. Mom, das sollte ein Geheimnis sein. Es macht da sowieso nichts mehr aus. Spencer, Schatz, mein Sohn. Denn Dexolot hat jetzt alles, was er braucht, oder? Mit der gefangenen Ellie ist es nur eine Frage der Zeit. Wir müssen unseren Zug sofort machen. Du willst ihn bekämpfen? Den Dexolot? Ja, klar. Ich kann nicht glauben, dass ihr Bauern, ihr könntet euch gerade so mit Zetter messen. Wie kommt ihr darauf, dass ihr den Dexolot selbst schlagen könnt? Ihr dummen Aufseher hättet das tun sollen, wie ich. Nö. Wenn ihr den Nexolot unterstützt, wird er Gnade walten lassen und euch verschonen. Stell dich auf die Seite der Gewinner, Punkt. Die Gewinnerseite hat dich gerade hier observiert, Rotzbengel. Stimmt. Wenn ihr eine Chance haben wollt zu gewinnen, dann müsst ihr uns euer Schiff geben. Unser Schiff? Warum? Freilich. Ich glaube an dich. Du verstehst schon, dass sich die Wüste unter seiner kompletten Kontrolle befindet, oder? Nicht einmal die Nexo-Guard können einen Fuß hineinsetzen. Wir müssen trotzdem hingehen. Das Schicksal der Menschheit liegt in unseren Händen. In diesem Fall trefft mich bitte an der Villa. Ich werde euch die Erlaubnis erteilen, sodass ihr sofort dorthin gehen könnt. Okay. Zu denken, dass ein Kind den Nexolot selbst herausfordert. Oh. Ich hab den Text übersprungen. Sorry. Ich hoffe, dass Spencer aufwächst und eines Tages so wie du wirst. Das ist das Beste, was ich euch für den Weg geben kann. Bitte nehmt es. Fährenkarten. Ja. Warum bist du getaumelt? Bist du okay? Bitte ignoriere es. Egal. Diese Karte erlaubt es euch, unsere Personalfähre zu benutzen, um die Wüste zu erreichen. Der Kapitän erwartet euch am Hafen, am östlichen Ende der Stadt. Viel Glück, mein Kind. Zeig dem Dexolot, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Mach und stolz. Mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das hin. Denke ich. Komm, wir beeilen uns, um zum östlichen Ausgang zu kommen. Alle warten bestimmt dort auf uns. Okay. Da schon wieder eine halbe Stunde um ist, mache ich hier Schluss. Speichern wir ab. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch eine festliche, frohe Weihnacht an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann Ende des Jahres wieder mit einer neuen Aufnahme von Nexomon, weil das Spiel möchte ich erst zu Ende spielen, bevor ich GTA weitermache, San Andreas. Und ja, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr im neuen Jahr. Dieses Jahr kommt keine Folgen mehr raus, weil dieses Jahr möchte ich ja für mich mal mit meiner Familie da, so, ne, ihr wisst schon. Und so weiter und so fort. Guten Rutsch wünsche ich euch noch und fröhliche Weihnacht. Schau mit V und tschüss.